Ja? Aber ich nenne das Hilfe und versuche, die Hacke runterzubringen, indem ich das Gerät führe. Ja. Ich nehme aus, ich nehme von Hinterschwung, vom Hinterschwung nehme ich aus dem Bein heraus, drücke ich die Hacke runter und beschleunige das nicht. Ich tue es beschleunigen und nehme die Hacke runter. Also Hinter, Hacke runter. Ich muss die Hacke runter beschleunigen und merkst du das? Das ist was anderes. Also Hinter, Hacke runter. Jetzt hierher beschleunigen und jetzt kommt über die linke Schulter abwerfen. So. Hier geschlossen war er. Hier drüben, stopp, drüben, so abwerfen. Wie sieht das jetzt bei den Leuten aus dem Fall? Ja, das ist also hier, ja, von hinten genommen, der kommt von oben runter beschleunigen, die Hacke rein, ja, und wird hier weggezogen. Ich bleibe hier also, ich gucke jetzt als Trainer und hier als Athleten von der Seite, dann gucken wir, wir tun hierher beschleunigen, wir tun auf den Punkt und lassen das, drehen hier unten weiter und lassen das zu. Drehen wir unten, lassen das zu und werfen über diese Seite. Hier raus werfen wir mit der Hand. Nicht so drüber, hier raus. Mit die rechte Schulter. Ja, jawohl, so drüber wirfst du rein. Also, zulassen, nicht mit der Seite ziehen, sondern die, hier geht es rum. So. Und die bleibt zu. Ich werfe über diese Hüfte. Werfe über die Hüfte geschlossen raus. Das war's. So. Und nicht so. Das probieren wir. Wie schaut ihr das? So, was die Gewelle weghält, war im Grunde genommen, dass du von oben geschleunigt hast. Du warst mit der Hacke unten, dann war das Gerät hier und dann wolltest du rum. Das geht kaum. Ja? So ruck in die Beine hierher. Ja. Und dann weiter drücken. Und. Durchdrücken und. Und unten durchdrücken. Das sieht man oben. Und dann weiter arbeiten. Jetzt kommt genau dieses Ding, was ich unten mache. Komme ich jetzt hier? Komme ich jetzt hier geschlossen und halte hier? Oder höre ich jetzt hier auf und drehe ich hier rum? Dort hin arbeiten. Ja, mit der Hüfte. Dort hin arbeiten zu rein. Also. Und jetzt nochmal. Hin jetzt arbeiten. Ja, und oben hast du in der Ziel. Jetzt arbeitest du hin. Jetzt setzt du hier, jetzt machst du den Punkt nach oben. Ja? Wie beim Reisen. So, und jetzt den Hüfter. Komm, besser. Du hast gesehen, das war ein Unterschied. Ja, nicht mehr. Jetzt kommt der Druck von hier. Ja? Und ich, dass du hier hast den Druck mehr gegeben und ziehst du so um weg. Der letzte, der nächste Satz. Und unter den Hüfter, besser. Dass ich so merke, dass man, guck mal, hier darf ich schon gerade im Zähne stehen. Hier habe ich vollen Druck vor, hier. Ja, und zieh das Ziel hier rein. Hier ist der Fuchser. Alles klar. Keine Kraft los. Was? Keine Kraft los. So, ich muss einfach dahin arbeiten. Einfach hinten sagen, ich bin gleich hier drinnen und ich habe von unten, dorthin, siehst du das? Das geschlossen hier. Dorthin unten drücken, siehst du das? Dorthin drücken, drehen, hoch. Das ist unten rein. So, hier herrücken. Und dann drehen, drücken zur Wand. Unten weiter. Rechts, Druck machen. Rechts, Druck machen. Druck machen. Komm, komm, du drehst dann durch. Jetzt kommt eigentlich der Abruf. Hier, das ist. Der höchste Druck, haben wir gesagt, ist hier, ja? Und dieser höchste Druck wird in der Drehung dorthin, wie man reißt, über den Hüfte gehalten. Hier, was ist das? Was? So dahin, dann arbeiten. Ich drücke, was und weiter drücken. Besser. Versucht aber mit dem Kopf erstmal schon die Hand einzuziehen. Werfe geschlossen, hier, diese Hüfte, werfe geschlossen über die Hüfte, so dahin. Dann nie wegdrehen. Alles klar. Und jetzt, so hin, besser. So, jetzt hast du so gestanden. Kommt mal hier zur Seite. Hast du hier gedrückt und hast so gestanden, siehst du das? So, weil du hier jetzt so noch mal drin hast, du musst hier das Knie
so the line fits on the Hüfte side. Guck mal. So you're saying this should be in line when you start. Ja, hier, das ist der Vordergrund. Ja. Du rupst uns nach oben hoch. Wie fängt? Nur diese Hüfte. Alles klar? So, und alle. Dann unten drauf. Ja, und was? Und da warst du lieber hier stehen geblieben, als ich wieder nachgehe. Du sollst den Druck doppelt hinbringen. Nur diese Hüfte doppelt hin. Das bleibt schon was. Die Hand hier drüber. Hast du hier drüber. Nicht ja, zu recht. Das ist jetzt alles einfach gesagt, aber wenn man den Bewegungsablauf immer so macht. Also den Bewegungsablauf, eine Kopfsteuerung, was zu tun haben wir noch. Der Kopf geht hier, hier, hier. Alles andere passiert nicht. Also. Wenn du nicht durchgearbeitet hast, hast du gesagt, das kommt in der Bund von unten. Du musst den Bund von unten hier. Doppel. Du wieder mal. Und. Ja, alles ist denn, der kam aus Tiefe, hier kam ein Druck, dann kam es zu und dann blieb er ab. Du hast jetzt hierher gedrückt, das war auch richtig. Ja. So. Jetzt hast du hier gezogen und das Bein lief nach. Ja. Du brauchst hierher kommen, du hast dir die Kruppe drin. Wenn ich dann aktiv weiter umbringe, gehe ich hier hin und knalle diesen Druck. Jetzt kommt das Reisen erstmal, versteht ihr? Jetzt das ist Beschleunigung und das ist jetzt Reisen. So, das ist und das ist Drehen, Reisen nach oben, von unten. Und jetzt ist der Reichsbund. So, siehst du? Und der Fahrer in diesem Bogen, der wird hier abgebrochen. Ich werfe mich hier ab. Das bleibt zu. Ihr müsst sehen, Verlängerung Hüften. Hier, Schulter. Das habe ich falsch gemacht. Du bist praktisch hierher gearbeitet. Also das ist jetzt diesen Druck, dort hin zu den Reifen und hinzubringen, hast du bloß oben weiter geschleudert. Die Punkte hochbringen. Besser schon. Besser schon. Versuch den Druck richtig hier rauszubringen. Stopp ich. Das ist über die Hüfte. Ihr müsst richtig das. Ich sage immer, wenn der Hammerwerfer merkt, er hat diese Hüfte getroffen, nicht wahr? Dann war es. Das ist wunderbar. Siehst du? Das ist nicht der Hüfte getroffen, das Gerät. Und die Hüfte kommt noch nach. Ist das klar? Wir müssen das zusammen machen. Das ist praktisch, wo es dann nur klappt, wenn ich viele richtig mache. Nach vorne. Ja, weiter. So, also du arbeitest, deswegen habe ich gesagt, ich war mit dir dann in der Richtung, sagen wir, diskutiert, das ist da auch deine Abläufe. Wenn du wirfst den Hammer, kommst du hierher und dann ziehst du mordmäßig von oben und gehst unten nur noch mit. Ja? Anstatt hier zu wirfen und durch. Das wird anders. Höchste Kraft, also höchste Kraft hier raus und diese höchste Kraft erweitern können. Und erweitern. Jawohl. Und erweitern. So, und da musst du richtig merken, diese Hüfte trifft das Gerät, das fliegt von der Länge aus wie die Kukavale hoch. Oben habe ich überhaupt keine Kraft angewandt. Das ist es richtig. Der Druck durch und oben habe ich keine Kraft angewandt. So, und wenn du oben noch ziehen musst in diesem Gewicht, denkst du, musst du Kraft machen, hast hier unten nur nicht arbeiten. Also, ist das wahr? Ja. Je locker ich jetzt hier bin, je knallhart ich jetzt treffe, fliegen die Arme ganz automatisch hoch. Und wenn ich hier noch ziehen muss, habe ich hier nichts gearbeitet. Meinst eigentlich, dass man das... Gott, und ja, immer zu wenig. Du stellst diese Teile nicht auf der Zehenspitze. Was willst du auf der Zehenspitze? Auf der Zehenspitze kann ich von... Wieso? Wieso? Der Zehenspitze kann ich, ich bin hier raus. Also. Und arbeite hier, guck mal, hier auf den Ballen arbeite ich. Seht ihr das? Auf den Ballen. Ja. Auf den Ballen. Ja. Das heißt eigentlich, bei mir, die drei Rücken sind eigentlich falsch. Ja. Also ich soll ja von hier, du sollst ruhig doch dahin. Ja. Du sollst diese, mach mal. Jetzt kommst du hier rum, aber hin. Und jetzt sollst du, wenn hier, also das ist das noch irgendwo hier, ja. Jetzt sollst du diese Hüfte treffen, geschlossen und doch dahin schießen. Hier, guck mal, hier. Ach, hier. Hier,
Wurst und Getrümmer, nicht hier alles. Hier drüben bleibt, die Schulter bleibt geschlossen. Diese Schulter, hier bleibt sie auf. Ja, ja. Diese Schulter bleibt geschlossen, die bleibt hier drin. Ich treffe ja, ja. Über diese Seite. So, also zulassen? Ja, so, was? Zulassen. Genau. Ah, ja. Ja, ja. Genau dort in die zweite Scheibe rein. So rein, siehst du das? Hier muss der abgehen und dann kann ich noch abdrehen. Dann ist er aber weggegangen. Zur Scheibe hin. Wir brauchen jetzt hier oder nicht? Zum Abwurf der höchste Stock. Ja, guck das an. Da bist du aber da unten. Du bist unten, dort dahin orientierst du dich. Und wuff. Sonst ist es rot, weil du dürfst es haben. Aha! Weiter! Jetzt bloß noch unten weiterarbeiten. Ja. Also hier wird sich der Herbst schon kaputt und wird dann auch mal die Hüfte des Vorkommens. Ja! Aber noch nicht das 100%. Ich glaube, das ist mit der Belastung, aber. Ja. Mit dem Herd auf. Ich habe ja noch Belastung. Ich bin auch durchgegangen. Das muss dir leicht fallen, oben. Was denkst du denn? Das muss du richtig BAM! Das muss doch immer sagen, das ist alles für uns. Backen! Besser! In dem Moment, wo das richtig abgeht und du hast hier oben nicht mehr gezogen und das fließt doch immer aus dem Ruckkrawall, dann hast du es richtig gemacht. Ehrlich. Siehst du, wie er noch immer hier durchsteht? Also immer noch nicht durchgepowert, siehst du das? Ja, also eben auf dem Druckpunkt, wo ich hier nur drehe. Ja, da musst du drücken. Ja, aber ich weiß, wohin denn? Ich wohin? Habe ich gesagt, von hier nach oben? Ja, hier unten so. Ja, ja, nee. Dann lass ich mal hier so stehen. Ja, das ist super. Ja, also wir stehen bis jetzt auf, bis hier, guck mal, wenn ich jetzt hier habe, wenn ich hier rumarbeite, dann bin ich schon weg. Wenn ich hier drauf arbeite, siehst du, so hin, und dann das hier drinnen lasse, das Gewicht, nicht das Gewicht ziehe, so, ich lasse das drin und knall das hier hin. Siehst du, dann halt mein Gott das hin, dann knall ich das hoch. Unten der höchste Druck, aufbauen, höchste Druck. Und jetzt kommt es. Erster Zug ist das Drehen. Guck mal. Das Reis, deswegen habe ich gesagt, das Reis integrieren in den Abbruch. Zug ist Ruck. So, und jetzt zieht es hier oben durch. Das hält auch weiter drin. Ist ja auch recht versucht, hier zuzulassen. Ja, aber das war richtig. Aber du hast gemerkt, dass du wenig unten machst. Ja. Ne, also möchtest du mehr machen. Aha. Wow. Ja, jetzt hast du noch bis unten bearbeitet. Obwohl, du müsst mal so sagen, als hättest du am Abwurf drei Punkte. Wenn du die drei Punkte merkst, ist es unten. Guck mal. Wuff, 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 wuff. Was ist das? Drehen unten und drehen, Druck, Hüfte, bum, 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 und das geht. Ja, guck mal, okay. Mach mal wie in drei Punkten. Dun, dun, dun. Und dun, dun, dun. Und dann kommt an, hier, dun, kam, dun, und dann kommen wir hier, als Papierke, dun. Ja? Also das ist was anderes. Aber ich finde, es fühlt sich vom Gefühl schon besser als vorhin. Ja, das ist doch richtig. Du holst den Kopf rein, und diese Dinger musst du einfach technisch dann schon machen. Ja. Und mit Bullen.
Sagst du, bitte Herr Arbeiter, bitte Herr Arbeiter, hierher, bitte Herr Kunze. Du kommst zu dir nicht öffnen. Und die Hüfte bleibt doch hier stehen. Du denkst doch an die Hüfte, bleibt hier stehen. Und jetzt kann ich Grunde genommen das hier von vorne her wieder nehmen. Wir können nur weichen, guten Wochen weichen. Ja. Das ist dann wirft die Beine. Da ist es eh. Ja. Und zieht auch so weit. Ja. Das dürfte sagen, wenn das solche wird. Und jetzt kommt nichts, jetzt kommt das, der Druck bitte her, und jetzt kommt nichts, drehen weiter, drehen, anheben. Und da muss dann kommen. Also, drehen, anheben, drehen, anheben. So, dann stehst du hier, wieder hier gestanden, bevor hier gezogen. Also, komm jetzt durch. Du zögerst ihn oben, warte noch einen Moment. Nicht zu früh, erst unten arbeiten. Du denkst, du bleibst lang, aber das hat damit nichts zu tun. Du hast oben zu viel Kraft. Dreht, anheben. Ja, komm, guck mal, wo du stehst. Du dich mal kontrollieren und guck dich dann mal an, dass du wie so stehst. Du musst hier drin stehen. So, dahin. Dreht, anheben. Und dreht, heben. Besser. Du machst nur zum anderen Kasten. Dreht ist okay. Versteht auch, was ich meine. Dass ihr anlegt bitte her, das ist okay. Aber jetzt musst du sagen, das kannst du. So, da brauchst du nicht mehr. Das ist Druck. Und jetzt sagst du dir, drehen, drehen, hebel hier. Ja, aber dann dreht und hier aber nicht richtig. Dann muss es, das muss jetzt rein. Das musst du dir sagen, heben und drehen, hebel. Ja. Du musst eben stehen wie ein Computer, da stehst du jetzt immer wieder, dass du deine Scheiben schwingst. Verstehst du? Du recordest? Yes. Jetzt guck, the heel's in the wrong place, is it not? The casting does that, then pulls, then moves. Would it not be better if that went in? If you know how to work it, you work it. Do you know how to work it? Drehen. Und jetzt, wenn ich hebel will, da geht der Kopf drin. Da muss ich das Hebel sein. Was ist das? Hebel ich ein bisschen zu früh? Du hättest die Wahrheit nicht. Aber ich ziehe es zu früh. Nein, ich hoffe nicht, ich steuere auf. Nee, bitte nicht. Und drehen Hebel! Ja, vielleicht wird es feilig. Cool, ja. Was? Etwas zu feilig. Immer noch komisch lesen. Jetzt mal. Langsam geht's. Und dann das spürst du immer mehr. Hier muss man merken, aha, hier habe ich einen Punkt. So, deswegen, ihr merkt ja schon langsam, die Diskussion, die ist jetzt wieder schön, wenn es selber wieder sein hat, das ist dadurch sehen die. Und das ist wieder weg. Und das ist wieder weg, wo die Schwerpunkte liegen, das ist ich muss die Seite treffen, deswegen muss ich den Kopf dorthin.
kein Hebel von unten. Ja, ich weiß ja, weil du bisher immer so geworfen hast. Ja, genau. Wenn abgeworfen hast. Wenn es zu Hause gut ist, das herkommt, ne? Ja, muss von unten mehr kommen. Die oben mehr die Lockerheit. Ja, unten mehr die Lockerheit. Das ist dann von hier, und hier ist einfach die höchste Kraft, habe ich gehört, weil ich so viel die Tür. Hier! Ne? Ja! Da kommt er raus, was ist denn das alles? Nach vorne! Nach vorne drehen! Besser! Bist du schnell auf der Zähnstätte schon? Ha? Nach vorne! Nach vorne drehen! Hier, dann bleib ich gleich der Hitler. Und fallen sein! Fallen sein! Das ist doch kein Block! Ihr müsst einen Block hier machen! Das ist der Block hier. Ich bin hier drin, jetzt habe ich hier einen Block. Guck mal, ich drehe doch hier nicht weg. Du läufst doch einfach. Ja, hier drauf und jetzt habe ich einen Block, der Block bleibt stehen. Ja, du läufst doch einfach alles. Und das geht doch dahin. Hört sich hier so richtig Block. So weitermachen. Wie soll es, geht ums Gefühl, nicht Power. Power kennt aber anders. Wumpen! Ja. So. Ja, aber. Ja, machen wir. Komm, wir kommen schon mal vorhin. So, jetzt nur der Schuh. Der war nicht so schlecht. So, guck mal. Ja, komm noch. Dann muss ich unten weitermachen. Und dann hörst du auf. Der Druck nach hier ist da. Ja, ich hab das im Video, dass ich meine rechte Seite hängt, total passiv. Ja. Ja. Die hängt nur. Die hast du. Heilt ist nicht dort, ist hier am Zentrum, an der Hüfte. Hüfte. Nein, aus dem Ding kommt die Hand fliegen. Aus diesem Ding. Das ist aber auch stehen. Oder wir müssen die Beine. Ja, ja, das muss man lernen. Durch den Druck hier, durch den Hebel, den Boden zu, fliegt die Hand alleine hoch. Ich muss jeden Wurf begleiten. Ich habe gesagt, ihr müsst selber mal die Kommandos mit reinnehmen. Ich kann nicht jeden Wurf interpretieren. Also so, dann mache ich mich ja zum Apple. Das habe ich nicht angehört. Hier kommt Hebel weiter. Ich drehe weiter. Dann sollst du die drücken. So, jetzt drehe ich noch weiter. So, jetzt kommt das Rote zu. Das Hebel. Ja. Nicht! Wenn ich reise, komme ich hier. Komm doch mal. So, Hilfe vordrücken. Oh, der kommt oben, merkst du es? Der reißt sich oben bei sich. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt auch gerade nicht so, wo er da drücken soll. Leute, wie es reißen. Hilfe noch. Der hat doch die Hüfte gewohnt. Jetzt eben ein Gewicht. Wenn ich ein Gewicht nehme, du hast oben gearbeitet, nicht unten. Du hast der Ansatz kam von oben und unten hast du nicht gemacht. Das ist doch der Unterschied. Das kann ich nur so machen dann. Dann kommst du vorne hoch. Du bleibst stehen. So. Hier und jetzt. Hier. Das ist reißen. Hier reißen. Reißen von unten. Reißen, Leute. Reißen. Mehr nicht. Jetzt muss der Arm alleine hochfliegen. Der muss hochfliegen alleine. Durch den Druck von unten muss er alleine hochfliegen. Sonst fliegt er die Tür raus. Und jetzt willst du die Seite treffen. Nochmal. Nein, der hängt locker, der kommt jetzt bei uns her. Hier, guck mal. Ja, guck mal. Das ist hier was bei mir. So, hier. So, jetzt fliegt der Arm das ganze Rennen hoch. Und dann, bah, und dann geht er hier rüber. Und hier stehe ich. Wie ein Klotz. Hier oben, hier wird vorne gestreckt. Hier wird nachgestreckt. Wie nachgestreckt? Hier wird gestreckt. Hier wird gehebelt. Hier wird vorne gemacht. Das steht nur mal so. Ja, freilich steht das. Das steht wie ein Block. Und hier wird gehebelt. Genau. Und der müsste ja da schon gerade stehen. Eben, du musst die Krümmung stehen.
Du musst gebeugt stehen und dort irgendwie hochhebeln. Oder drehen. Drehen? Bei unten drehen, drehen, drehen. Drehen mal. Ja, wir kennen so gut. So, jetzt ist Hüfte. Und unten. Das ist jetzt steht schon auf der Bitte. Drehen wäre hier. Hier. Ja. Dann bin ich hier unten drin. Ne? Ja. Und jetzt hebe ich. Und so weiter? Und das hebelt noch so Ball. Und das hebelt noch, genau, das ist richtig. Und das ist vom Schwingen dran. Nur das sagen, genau, das ist es. Siehst du, dass du unten, die wenig du unten machst, ne? Das habe ich mal, ich habe mir ganz gemacht. Ich habe mir noch Reserven noch mit, ja. Das ist ein Kann ich hier schleudern? Alle. Hilfer und Ullmann. So. Das eine ist immer das Prinzip, dass du bei den bei dir, dass du im Grunde genommen ein bisschen mehr Druck machst und schon das ist das, wo ich sage, nein, das ist genau. Junge, ich knalle auf 90 Grad, dann gehe ich kurz unten rein. Wäre wie so hier, kurz angedrückt und schon wieder weg. Dann geht es weiter. Ja, genau, das ist das leider auch ein Ding. Das ist ja ein ganzes Ding, ist das da drin. Ja, das ist ja, ne? Genau. Kannst nur durch solche Übungen, Schaukelübungen auch machen. Das ist alles bis hierher richtig. Dann kommt hier oben dieses Kreisdrehen, ja? Und jetzt kommt aber nicht das große Zug, das immer Kraft macht. Jetzt kommt das alles drehen, und jetzt kommt das Herz up, und jetzt geht das mit ins Dachfeld ein. Und das ist der, das ist der Fehler drin. Das ist im Grunde alles richtig. Vom äußeren, ja, vom äußeren Erscheinungsbild. Hast du aber mehr gezogen? Ja, jetzt hast du mehr gezogen. Vom äußeren Erscheinungsbild, wenn eher so eine richtig hinguckt und nicht richtig sich generieren kann. Der denkt, halt mal, der macht es eigentlich richtig. Und wenn du es dem genau anguckst, dann siehst du, er macht es hierher richtig, dreht hier noch. So jetzt, wo es eigentlich schon ankommt, Druck gemacht, drehen, zweiter Zug. Die beim Reisen kommt nicht. Dann endlich schon nicht, jetzt geht die Fahrt nicht. Und die kann nur von unten kommen, die kann nur das schwächste Glied in die große Weide abwerfen. Das könnt ihr ja ganz vergessen. Und jetzt hier unten. Genau. Was nur das falsche Ding? Ich mache hier unten Reisen. Man muss das imitieren, das ist eigentlich alles schaffen. Und jetzt wird dies jetzt gemacht. Drehen, weiter unten rein. Und imitieren. Das müsst ihr dann noch. Und dann finde ich wieder schön. So, wir besorgen alles andere, da gehe ich mit einzelnen rüber. Ihr könnt noch der anderen Seite, müsstet ihr euer auch so 15, 20 machen. Und ja, naja, jetzt versucht ihr ein bisschen mehr zu machen. So, wir gehen die Nähe drüben. Kann einer erstmal nach der anderen Seite was tun. Und das zweite Play hier. Und ich gehe mit dem Kopf schon mal rüber. Kannst du gucken, nimm. Hammer. Nach hinten, sondern du willst beinhalten, du willst halt
Such dir einen Knopfdruck. Wir sind momentan von dem Knopf. Das ist ein Punkt. Und so steht es einfach. Da ist der Punkt doch. Das ist ja nicht doch das Bach. Nein, das ist der Bach. Das ist immer genau. Dort. Dort. So genau. Hier aufzuschreiben. Genau. Ganz haargenau. So. Mit dem Drehen ist immer genau. Es wird schon besser. Aber dort hinten ist es.
1 meter, overall length, 10 kilo.
Man kann nicht sagen, dass du nichts gemacht hast, du hast wenig gemacht. Komm. Komm. Komm, Klaus. Zack. Der Einsatz ist da zu spät. Also vielleicht. Ja, ist ja gut, wenn ich merke. Was ist? Angefangen. Bloß, wenn ich jetzt... Thank you.
war hinten frei geblieben, Junge. Hä? Du war hinten frei geblieben, du hast nichts gemacht. Hast du etwas gemerkt? Ich hab nicht herangezogen. Ich hab nicht gezogen. Naja, hast du nicht gemerkt, aber nicht hier. Nicht so arg. Das ist doch richtig. Du siehst immer fliegen trotzdem, wa? Ja, ich habe es nicht in Gas gegeben. Ja, ich sage, da fliegt trotzdem. Arbeit. It's freezing cold, about minus one, minus two, and trying to snow. This is Stephen, and he is 21 years old with a personal best of 71.24. Thank you.
He's emphasizing keeping that low point in the correct position. Look what he's doing with the left heel. That's more or less what we're looking for. If the arm is, the hammer is out to the right, the heel suddenly comes in, keeps its head still, and enters. Thank you.
Change back to the 726 normal wire. Yeah.
too late. But on the third one, there was no work from the right side at all. That was one of the top coaches in the world clearing the snow away for his thrower so that we don't lose these chain hammers. Das ist ja 7, 8 Kilo oder 8 Kilo, was war das? 7, 6. Ja, ich mach's aber. Ich bin über was nach der Unterhose rein. Hat du mal drin?
Ganz gut abgezogen. Stopp doch mal in den Mann. Da hat er mit dem Mann. Ja. Problems with this type of hammer is there's a great urge to try and accelerate it into the entry with the upper body. This must be resisted at all costs. It's because of the shape of the thing which makes it very awkward. Das ist auch ganz gut. Und das, das und das. Ja, und das hätte jetzt voll gestimmt, wenn... Was that close until the end? That was almost right until the finish. The last turn is a little bit more working from the leg. Right. But the first, second and third turn will be correct. Right.
Yeah, yeah, you look very comfortable. Yeah. Yeah. First three is almost spot on to what they're looking for. The last one needs more work in the legs. Not good. Still looking for a bit more work from the legs. Zu drei reinstellen, von oben reinstellen. Ja, aber die Tendenz lässt sich schon in der ersten Drehung. Wieder, ich komme wirklich hier. Da richtig schön. Ja, war ja. Irgendwie Spannung. Wobei von der Hammerbahn habe ich ja nichts gesehen. Mit der Hammerpunkt war auch ein bisschen, sagen wir mal, wieder ein bisschen zu rund gearbeitet. Ein bisschen so. Not definite enough, it has to commit itself to the entry. That was better. Aber ich habe jetzt noch versucht, die Imitation nochmal zu treffen. Dass du hier wirklich markierst, ja. Und da dann auch dich reinbegibst. Und nicht. Ich fände jetzt von Drehung zu Drehung. Das ist gut, da können wir auch noch mehr verbessern, indem wir die Position von hinten reinigen. Weil die ganze Drehung noch tief dafür reingeht. Ja? Jetzt immer noch Pfeile, oben. Nein, dass wir nicht hier abkriegen, sondern. Einfach dieses Problem hinstellen, dass wir unten noch schneller reinkommen. Ja. Because he said the entry was more definite and the shoulders stayed in a better position, particularly the left one through the turns.
concentrate more in the swings and make a definite mark so that you're not slack in the swings. Each time you land, make sure the shoulders are parallel, not the left side down. If the left side's down, not only will you pull on the hammer, you will also have problems turning the left heel in. Good, that was much better. Great. Yes. That was good. We'll mark that one. We'll keep that one as a reference. To look at that again. Apparently there was something wrong on the entry. He was skating on the entry. So I'll have to look again. I'll not follow that. Well, there. Oh, look off. Here. Look on. Wop, 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 wop. Long distance running my ski. Well, I worked that out, but I can't yet see what it has to do with that throw. Not with that throw. Yeah. The principle. Relax the upper body. Yeah. And working. Oh, I see. Yes, yes. On your leg. Right. Okay. Yeah. Otherwise, you said you can run by hand, not by foot. Ein, weil es drin und gehst rein. Jetzt hast du die Kopfhörer hier zwar eingesetzt, aber wo wir reingegangen sind, nimmst du die so etwas nach unten. He's pulling the head away, I think. Leading with the head, which is knocking the left shoulder. Yes, that's right. Leading with the head, knocking the left shoulder. Right,
Aber ja, richtig, du hast alles konntest du. Thank you.
Besser. That was much better. It looked better. He gave it some radius on the left-hand side. Didn't knock his left shoulder away. That was a much better throw by Carsten. 1, 2, and 3 were correct, and then he made a right mess at number 4. But I'd have to look at the video again. Und dann hast du mehr Möglichkeiten noch. 5-5 for the shout. Ja, ja, not in Budapest. Kielbaum, winter, dark, no spectators around us. No camera, no microphone. Ja, ich will es nicht übertreiben heute. Nee, ja weißt du, wenn es dem Esel zu gut geht, geht er mal aufs Eis. Das wird sich verhindern. Nee, na gut. Hat mich überzeugt. Ich habe jetzt gerade was gesehen. Ich bin mir etwas gepusst, was hier unten ist. Guck mal. Was gehört? Ja, was hast du gehört? Ja, ich bin gefahren. Sag die Sau wieder. Das ist richtig gemacht.
The road out. The building we're looking at the moment is for weight training. There's the enormous gymnastics hall is in there. Swing around again. The hall we're looking at now is a massive indoor training hall, just a bare hall where we were doing the medicine ball on the first day. It's got padded ceilings and everything in there. And then back round, and this is the medical block again. To show you that this was the gymnastics area.
so keen on. Look a bit knackered, though, isn't he? These are the secrets. Yep. Keenbaum 2. Thank you.
Oh.
Using a 10 kilo, 1 meter overall length. We've come straight from the weightlifting, straight over to here. And Heinz says these are some of the hardest sessions that he does. And he does this in the Black Forest. Going up in 400 meter levels, and he finds that the reduction is 2 meters for every 400 meters higher that he goes, and obviously it gets tougher and tougher the higher he gets. As you can see, Carson's hand is now pretty well bandaged. It's a bit of a mess, but he's absolutely desperate to change the technique and learn this
way that Bernard is teaching. Most of the German throwers are that way as well. I'm not sure whether it's a 9 or a 10 on a... A 9 kilo and 110 millimeter. That's 110 millimeter overall. Thank you.